herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute werde ich Schokobrötchen machen, wieder aus dem Buch von Charlie Till, Lieblingsgerichte für echte Kerle aus dem Thermomix. Ja, ihr seht schon, es sind so viele super leckere Rezepte in diesem Buch, da kann ich einfach nicht aufhören, euch Videos drüber zu drehen. Schaut unbedingt rein, ich werde es euch wieder in die Infobox verlinken und jetzt legen wir los. Viel Spaß bei meinem Video! Bevor wir loslegen, müssen wir uns 100 Gramm backfester Schokotröpfchen oder auch Schokochunks für eine Stunde ins Gefrierfach legen. Anschließend kommen 100 Gramm Milch in den Mixtopf und ein halber Würfel frische Hefe. Die Hefe wird jetzt erstmal aufgelöst und zwar eine Minute lang bei 40 Grad. Und Stufe 1,5. Nachdem sich die Hefe jetzt schön aufgelöst hat, kommen 300 Gramm Weizenmehl Type 405 in den Mixtopf und 100 Gramm Dinkel-Vollkornmehl. Ich nehme jetzt Type 1050. Weiche Butter in Stücken, 2 Päckchen Vanillezucker, 130 Gramm Magerquark und ein Ei. So, die Zutaten lasse ich jetzt 3,5 Minuten auf der Teigstufe kneten. So, ich zeige euch mal ganz kurz den Teig. Das sieht wirklich super aus. Ich habe zuerst gedacht, dass das eine ziemlich klebrige Angelegenheit wird, aber wenn ich mir so den Mixtopf anschaue, ist doch alles schön sauber bis jetzt. Den Teig lasse ich einfach im Mixtopf eine Stunde lang gehen. Im Mixtopf deswegen, weil wir nachher einfach die Schokotröpfchen dazugeben und nochmal unterrühren lassen unter den Teig. So, ich wollte euch gerade mal zeigen, wie schön der Teig aufgegangen ist. Die Schokotröpfchen habe ich schon aus dem Gefrierschrank rausgeholt. Und jetzt gebe ich 100 Gramm Schokotröpfchen zum Teig dazu. Jetzt lasse ich sie eine Minute auf der Teigstufe unterkneten. Jetzt gebe ich den Teig auf meine Arbeitsplatte. Halbiere ihn und forme aus jeder Hälfte eine Rolle. Anschließend schneide ich aus jeder Rolle 7 Stücke raus. Anschließend forme ich aus jedem Stück ein rundes Brötchen und setze es auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Der Teig hat sich wirklich ganz hervorragend bearbeiten lassen. Ich habe gar kein Mehl gebraucht. Er hat nicht geklebt. Wirklich ganz, ganz super. So, meine Schokobrötchen werde ich jetzt noch mit einem Geschirrtuch abdecken und noch mal eine halbe Stunde gehen lassen. Und in der Zwischenzeit können wir uns den Backofen schon mal auf 175 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. So, meine Schokobrötchen sind schön aufgegangen. Jetzt werde ich sie mit etwas Milch einpinseln. Und anschließend für ca. 27 bis 30 Minuten bei 175 Grad Ober-Unterhitze im Backofen backen. So, meine Lieben, hier kommt die erste Ladung, das erste Backblech. Sehen super lecker aus und sie duften so, so fantastisch nach Schokolade. Ich freue mich schon drauf, jetzt gleich eins zu verspeisen, ein Brötchen.
Was ich euch aber noch sagen wollte, achtet auf jeden Fall drauf, dass ihr genügend Abstand zwischen den Schokobrötchen auf eurem Backblech habt. Also so 7 Stück auf einem Backblech verteilt, das passt prima. Dann haben sie schön Platz aufzugehen und kleben nicht aneinander. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken. Lasst es euch gut schmecken. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und macht's gut. Tschüss.